Aber trotzdem bin ich total interessiert an den ganzen Technologien, an VR und an den. Es gibt zum Beispiel hier diese, wie heißen die? Omniboard oder so. Es gibt so eine Art Laufstall, in die man sich reinstellen kann, in dem man dann sozusagen gekoppelt mit VR-Brillen wirklich das Gefühl hat, in dieser Welt sich bewegen zu können. Weil man nicht nur einfach auf seinem Stuhl sitzt und dann sozusagen spielt, dass man sich bewegt, sondern man kann sich dann wirklich bewegen und die Bewegungen werden dann in die Figur übertragen. Und das zum Beispiel, das sind so viele tolle Ideen, so viele Möglichkeiten, die sich entwickeln. Oh, da werde ich auf die zukünftigen Kinder alle total neidisch. So, von denen habe ich keinen. Oder? Doch, einen Sunfish habe ich jetzt gekriegt. Und das hier ist ein Tiger Trout. Okay. Den Sunfish können wir, oder? Habe ich einen Sunfish? Ich glaube, den habe ich vorhin gelagert, ne? Ich habe, glaube ich, einen Sunfish bekommen. Okay, das ist ein Night Fishing Bundle. Das ist Lake Fishing Bundle. Den Carp haben wir. Bullhead haben wir. Okay. Ocean, da haben wir nur die Sardine bis jetzt. Die anderen noch nicht. Das ist in der Wüste. Das ist im Fluss. Die hier sind bei Nacht. Der Walleye, der Aal und der Bream. So. Anmorn, Anfrage vom Archivar der Hölle. Mein Opa hat sich ein PC zugelegt, um zu verstehen, wie es arbeitet. Kann ja, das ist wohl eine Ausnahme gewesen. Wie gesagt, es gibt halt die paar Ausnahmen. Kenmo, oh, gerade nochmal nachgeschaut. Das erste Gefährt, welches man als Auto betiteln kann, war im 16. Jahrhundert. Konnte per Windenergie 30 Personen befördern oder so. Okay, ob man das wirklich als Auto in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, betiteln kann? Krass, weiß ich nicht. Black, es gab zwei PSer, wesentlich früher. Und kann ja, die Großeltern meines Bruders haben auch ein Notebook. Aber das Teil ist 6 Jahre alt und sie sagen immer noch das neue Notebook. Außer Mail und Googlen machen die null. Das, obwohl das hochgebildete Leute sind. Ja, aber wie gesagt, das hängt halt immer von den einzelnen Personen ab. Es gibt halt die Leute, die das Interesse verspüren, die sich damit beschäftigen. Es gibt die Leute, die sich mit weniger vergnügen. Es gibt auch die Leute, die total eine Aversion gegen Technik haben. Ich meine, ich komme aus dem Buchhandel. Und wie oft ich da Buchhändler, alteingesessene Buchhändler erlebe, die sich hinstellen und dann irgendwie sagen, ja, hier, die E-Reader, das ist ja Teufelswerkzeug und dieser komische neumodische Scheiß ist doch, Bücher sind viel besser. Ja, ich finde auch Bücher sind besser, aber man muss auch mit der Zeit gehen. Und Woodskip. Oh, cool. Man muss auch mit der Zeit gehen. Und wenn Jugendliche, ach verdammt, zu spät eingefangen, wenn Jugendliche halt Interesse an diesen Geräten haben, dann muss man die halt auch anbieten. So. Und dieses, ach Mist, komm. Dieses Verschließen vor Technik, das wirst du immer haben. Das hast du übrigens nicht nur bei alten Leuten. Es gibt auch Jugendliche, die eine Aversion gegen Technik haben, die dann irgendwie nicht mögen, dass alles so technologisiert ist in unserer Gesellschaft. Die sich davor verschließen. Du hast Leute mittleren Alters. Es ist nicht so, dass per se nur die Alten irgendwie sich der Technik gegenüber verschließen. Das darf man halt auch nicht vergessen. So, einmal angeln wir hier noch und dann ist Schluss. Oh, da ist unsere Joja-Cola. Die können wir morgen dem Clint abgeben, wenn wir sowieso unser Werkzeug abholen wollen. Amon, Vorhersage des Archivar der Hölle. Die Technologien sind oft älter, als man denkt. Ich weiß nur, ich hatte irgendwo mal so einen Zeitstrahl gesehen. Da wurde gezeigt, sozusagen, was gab es vor 100 Jahren nicht, was es heute gibt und was waren Überlegungen, was könnte es in 100 Jahren geben, was es heute nicht gibt. Und da stand halt, vor 100 Jahren gab es noch keine Autos. Also wahrscheinlich ging es um dieses Verständnis, was wir so als Auto bezeichnen würden aus heutiger Sicht. Insofern waren dann wahrscheinlich diese Uraltgefährten sind ein bisschen außen vor gewesen. Black, mir tun die nächsten Generationen sehr leid. Zerstörter Planet, keine charakterlichen Werte mehr, wissen nicht, wie sich echtes Spielen anfühlt,
aber zocken auf einem Holodeck. Applaus. Fühlt sich gerade, Black fühlte, was fühlt sich gerade angesprochen? Auf was genau fühltest du dich gerade angesprochen? Complete breakfast. Last week I taught you how to make hash browns. This week I show you how to combine them with other ingredients to create a hearty complete breakfast. This meal will really fill you up and give you the energy you need to get in a hard day's work. You learned how to cook complete breakfast. Woohoo! Ich glaube auch ehrlich gesagt mit diesem nächste Generation tun einem leid, keine charakterlichen Werte mehr. Das haben auch Leute schon über unsere Generation gesagt. Das haben auch schon Großeltern über die Generation unserer Eltern gesagt. Das sind immer, das ist immer, ich nenne das so eine gewisse Altersignoranz oder Arroganz. Ich meine, ich gehe auch oder laufe auch heute rum und sage so, ja, im Fernsehen laufen keine schönen Zeichentrickserien mehr. Zu meiner Kindheit hatten wir noch gute Zeichentrickserien. Werden wahrscheinlich meine Kinder in 25 Jahren auch behaupten, zu meiner Kindheit gab es noch schöne Zeichentrickserien. Okay, ich benutze nicht so viele Crabpots. Ich glaube, ich würde sagen, lieber soll der Fisch mehr wert sein, wenn ich den dann verkaufe. Ich mache Fischer. Insofern, das ist immer eine gewisse Altersarroganz, die da einfach mitschwingt, die einfach auf so einer natürlichen Ebene entsteht. So, Kenmo kann ja einfach aus Wikipedia rauskopiert. Ja, da sind sie wieder, die Wikipedia-Fans. So. Wie lange brauchen eigentlich die Radieschen zum Wachsen? Müssen die nicht mal langsam fertig sein? Oder muss ich die irgendwie ausbuddeln? Aber das Spiel sagt mir doch immer, wenn ich ein Werkzeug benutzen muss. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Genau, den Sunfish brauche ich als Quest-Item. Woodskip habe ich noch nicht. Den Carp behalte ich. Ein Smallmouth Bass habe ich hier auch noch nicht. Dann bleibt ihr hier mal. Moment. Nee, halt, recyceln tue ich hier auch mal gerade. Das kommt hier rein. Dann kommt das hier rein. Ich brauche mal wieder Jelly-Zeug. Jelly-Material. Ich würde mal die Hollies ausprobieren, ob ich die zu Jelly verarbeite. Okay, nee, die Hollies kann ich nicht zu Jelly verarbeiten. Alles klar. Was haben wir hier? Cranberry-Jelly. Wir nehmen mal Sam. Ups. Das wollte ich nicht. Das wollte ich so nicht. Wir nehmen mal Salmon Berries. Zack, zack. Oh, ich glaube, ich sollte mehr von diesen, von den Preserved Jars herstellen. Oh, die brauchen aber Kohle. Die brauchen Kohle ohne Ende. Kanya Black, der Planet ist gesünder als zu meiner Jugend in den 90ern. Werte sind den Leuten heute auch mehr wert. Ja, unterschiedliche Sichtweise. Und Black kann ja gut, wir haben keine giftigen Stoffe mehr in der Farbe von Bauklötzen, aber ich will nicht wissen, wie viel Dreck und Chemikalien in meinem Essen sind. Wie gesagt, Probleme wird es immer geben. Probleme wird es immer geben. Amon, Vorhersage des Archivars der Hölle. Einfache Rechnung als Beispiel. In einen Koffer passen 1 bis 3 Bücher. Wenn man noch andere Dinge mitnehmen will, wie Kleidung. In so ein E-Book passen weit mehr Bücher als 3 auf weniger Platz. Kommt zum Beispiel als Vorteil dazu. Oder auch alte Leute, die Schwierigkeiten mit der Sehkraft haben, die können auf einem E-Book halt auch viel besser lesen und viel besser wieder Geschichten genießen. Muss man halt auch so sehen. Die Geräte haben halt ihre Vorteile und denen darf man sich halt am Ende einfach nicht verschließen. Auch wenn das, wie gesagt, einigen schwer zu fallen scheint. Oh, es scheint so. Sind die Radieschen jetzt fertig? Sind die Radieschen womöglich jetzt fertig? Ah, jetzt kann ich Radieschen mitnehmen. Sehr schön, cool. Kann ja Kenmo so gut wie alles, was an Technik gibt, gibt es eine altmodische Version von. Was steht hier noch? Kann ja, ich lese ja nach Genre E-Book oder Taschenbuch. Hardcover mag ich nicht vom Lesegefühl. Oh, ich bin total der Hardcover-Fan.
Mein Bücherregal muss alles Hardcover sein, weil das sieht einfach viel schöner aus. Und ich lese meine Bücher total vorsichtig, damit auch ja nichts kaputt geht. Ich bin dann ganz... Aber das erlebe ich oft bei... auch hier natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich erlebe das häufig bei so Bücherliebhabern, dass die total pingelig sind, was ihre Bücher angeht. Black, und zum Thema Werte, wenn wir nicht darauf achten, Leuten laufen unsere zukünftigen Werte montagabends durch Dresden. Ja, aber das, ich finde, da vermischst du jetzt ein bisschen Sachen. Das eine hat ja nichts damit zu tun, ob Menschen Wert haben, beziehungsweise dann wäre die Frage, was definierst du als Wert? Wenn man irgendwie rechtes Gedankengut hat, das hat für mich mit Werten nichts zu tun. Das hat für mich eher was damit zu tun, dass da Leute auf den falschen Weg gekommen sind. Und es kann trotzdem sein, dass da ja kluge, aufgeschlossene, freundliche Menschen hinterstehen, die auf den falschen Weg einfach gekommen sind. Es gibt ja oft diese auch Darstellungen, sei es in irgendwelchen Medien, in Filmen oder Büchern oder so, wo man halt ein bisschen präsentiert kriegt, wie schnell halt jemand durch irgendwelche falschen Versprechungen oder sonstige Sachen schnell auf so einen falschen Weg geraten kann. Das hat für mich jetzt nicht zwangsläufig was mit Werten zu tun. Sieh dir zum Beispiel die Gesellschaft in Japan an, die ja sehr wertefixiert sind, beziehungsweise so Tugenden, Samurai-Tugenden, wo die, wo das halt auch extreme Maße annimmt, die dann dazu führt, dass da eine Gesellschaft bei entsteht, die so ehrewahnhaft ist oder auch in so einem gewissen Wahn halt existiert, dass sich ihre Kinder reihenweise selber umbringen. Okay, jetzt arbeitet sie hier weiter. Das heißt, wir können wahrscheinlich sogar Tiere kaufen, die hier auch wohnen können, während sie daran arbeitet. So sieht das zumindest aus für mich gerade. Insofern zu dem Thema. Okay, das ist jetzt ein bisschen privates Gespräch. Black, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe Angst gehabt, Montagabend durch Chemnitz zu laufen. Und ich hatte noch nie Angst vor solchen Gestalten. Weil zwischen Denken und Tun liegt eine Hemmschwelle. Und da gibt es jetzt mehr Menschen, die diese Schwelle überschreiten. Zumindest habe ich das Gefühl. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht unbedingt, dass es mehr oder weniger sind. Ich glaube nur, dass momentan in den Medien das Ganze stärker präsentiert wird und damit durchaus so eine gewisse Angstkultur ja auch gefördert wird. Weil das ist einfach ein Thema. Medial ist das immer schön, weil das bietet dann Zuschauerzahlen. Die Leute gucken rein, wenn man das in den Medien schön aufbauscht und macht den Leuten, die es dann sehen, halt einfach Angst. Und deshalb, ich glaube nicht wirklich, oder ich bin der Auffassung, dass es nicht schlimmer oder harmloser zugeht als früher. Ich glaube, es war früher genauso schlimm wie heute, nur war es nicht so präsent oder wurde nicht so stark präsentiert, weswegen die Leute einfach das Gefühl hatten, es wäre weniger. Ich glaube, das ist eher das Problem. Weil wenn die Medien sowas natürlich aufgreifen und schön darstellen oder schön hervorheben, weil es ihnen dann irgendwelche Zuschauerzahlen und Einschaltquoten bringt, dann ist das halt irgendwo die Beeinflussung der Wahrnehmung. Oder beziehungsweise die Wahrnehmung wird dabei beeinflusst. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wird durch einen Afrikaner zusammenschlagenden Mob oder einen Mollywerfer durchaus gewahrt. Wie gesagt, die Problematik sehe ich halt nicht unbedingt daran, dass es mehr sind, die dieses bescheuerte Treiben begehen, sondern dass einfach wir können Kohle theoretisch kaufen. Ich habe ja ein bisschen Kohlemangel, obwohl, wenn ich jetzt einfach in der Mine mehr unterwegs bin, passt das auch schon. Ich glaube nicht, dass es unbedingt mehr oder weniger sind. Ich glaube einfach, dass es
präsenter dargestellt wird, weil es jetzt momentan einfach ein wichtiges Thema ist. Durch die vielen Flüchtlinge, die AfD und so, ist es ein Thema, das wieder sehr stark hochkocht, womit man wieder, wie gesagt, sehr schnell Einschaltquoten und sonst was holen kann. Und dann wird das halt ausgeschlachtet. Dann wird das Thema einfach ausgeschlachtet, weil es momentan viel Aufmerksamkeit bringt. Oh, so you saw the bulletin I posted. It looks perfect. Let's see. Here's what I owe you. So, was haben wir denn gekriegt? 75. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen ihn glücklich gemacht. Black, vor 3 Jahren saßen die Hardcore-Faschos rum und haben gesoffen und Leute angebrüllt. Letzten Sommer haben sie eine Gruppe Menschenrechte, Parolenbrüller und Ausländer jagend in Chemnitz versammelt. Ja. Black, ich sage noch einmal. Es gab auch früher Leute, die sich versammelt haben und Ausländer attackiert haben und alles. Das ist in den Medien nur nicht aufgegriffen worden. Glaubst du wirklich, dass in den letzten Jahren, nur weil man in den Zeitungen und Fernsehberichten nichts davon mitbekommen hat, es nicht irgendwo Leute gab, die mit ihren Glatzen rumgerannt sind und dann irgendwelche Leute attackiert und schlimm verletzt und sonst was haben? Es wäre naiv zu denken, dass diese Dinge vorher nicht existiert hätten oder beziehungsweise weniger existiert hätten. Sie sind nur nicht so präsent dargestellt worden, weil es halt in den Medien niemanden was gebracht hat. Das ist nun mal leider, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Erst wenn es Zuschauerzahlen bringt, wird es überhaupt thematisiert. Es wird nicht thematisiert, was die Leute interessieren könnte. Oder was wichtig wäre, dass die Leute es erfahren. Es wird in den Medien nur thematisiert, was möglichst viele Leute geil macht oder irgendwie Stimmung macht, damit möglichst viel eingeschaltet wird. Das ist das Problem. Black, wie gesagt, es gibt da eine Schwelle zwischen Denken und Handeln und die wird nun öfter übertreten. Ich habe in dieser Stadt gewohnt und es gesehen. Black. Ich verstehe doch, dass du jetzt zum ersten Mal Dinge gesehen hast. Aber ich sag nochmal, nur weil du es zuvor nie gesehen hast. Das ist so dieses, wenn ich dir sage, dass in deiner Stadt ganz viele VW Polos, heißt der VW Polo überhaupt? Oder irgendwie, wenn ich sage, es fahren ganz viele VWs in deiner Stadt herum, dann wirst du VW oder VW-Fahrzeuge öfter beachten und wirst das Gefühl haben, es fahren mehr rum.